Scheiße. Heute ist wieder Sonntag. War ja klar, dass ich auf dem Weg in die Pause in die Reich- und Schönblicke reinlaufe. 10 Cent für jeden bescheuerten Blick von denen. Und ich könnte locker unsere Stromrechnung davon bezahlen. Das Leben ist die Hölle, seit ich aufs Gymnasium gehe. Und dann dieses Buch, das wir in Deutsch lesen. Mal im Ernst, warum soll ich mich mit den Problemen von so stinkreichen, völlig verwöhnten Typen rumschlagen, die nichts tun müssen, um erfolgreich zu sein? Dieser Steinmüller so zu mir: Auch wenn man bei euch zu Hause wahrscheinlich nicht liest, musst du dich daran gewöhnen, dass wir uns hier mit anspruchsvollen Inhalten auseinandersetzen. Was ein Feigling. Soll doch gleich sagen, dass so Assis wie ich nicht aufs Gymnasium gehören. Vor dem Elternabend war das noch nicht so krass. Und ich habe meinem Vater noch gesagt, er soll nicht in seiner Putzfirmenuniform da auflaufen. Gab einen Riesenstreit. Ob ich mich für ihn schäme? Dabei ging es nie ums Schämen. Ich weiß halt einfach nur, wie es da draußen läuft. Alleinerziehender Vater, war arbeitslos, drei Kinder, scheiß Viertel. Alles klar, oder?